Du bist auf der Suche nach einem stylischen MATX-Gehäuse für deinen nächsten PC? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video unboxen wir das Fractal Design Meshify 10 Mini und verbauen einen Gaming-PC darin. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um den PC. Ja, nach etwas längerer Zeit wieder mal heute ein Gehäuse-Unboxing. Das letzte war ja das Purebase 500 DX. Link dazu findest du hier oben in der Videobeschreibung. Und heute habe ich mal einen Kandidaten ausgewählt von einem Hersteller, den ich noch nicht hier auf dem Tisch hatte. Und zwar das Fractal Design Meshify 10 Mini. Warum dieses Gehäuse? Ich habe ein etwas hochwertigeres MATX-Gehäuse gesucht, also für Micro-ATX. Und da bin ich auf dieses gestoßen hier von Fractal Design. Dann gucken wir uns das jetzt mal an und packen das mal gemeinsam aus, was das denn so bietet. Dann machen wir mal hier den Karton auf. So. Ah, ich sehe schon eine Anleitung, User Guide und man sieht schon so ein bisschen die Front. So, hast du eigentlich schon den Kanal abonniert? Denn falls nicht, abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Ja, dann mal hoch die Kiste. Ja, das sieht auf jeden Fall kompakt aus. Ja, schick, 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 schick. Und hier steht es in seiner ganzen Pracht. Das Fractal Design Meshify 10 Mini. Ja, sieht ganz nice aus, das Case hier. So ein bisschen Styropor da. Dann schauen wir uns das mal an, wie das denn so aussieht. Von innen. Machen wir mal die Glasscheibe ab hier. Die ist schon ziemlich stark getönt. Liegt jetzt aber nicht an der Folie, ne? Ne, die Folie ist Klarsicht. Oh, was mir hier gleich auffällt, hier sind auch so Schaumstoffdinger drunter. Das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen, dass das beim Gehäuse ist mit so Schaumstoff. Ja, Lüfter haben wir hier zwei Stück drin. Mit ganz normal 3-Pin-Anschluss. 5 Slotblenden. Alle zum Schrauben, nicht zum Rausbrechen. Das ist halt auch so ein bisschen so der Unterschied zwischen einem Premium-Gehäuse und einem billigeren. Und hier oben ist auch so Schaumstoff, sehe ich. Dann schrauben wir mal die Rückseite los, was sich da noch hinter verbirgt. Ja, ein Kabelstrang. Hier ist noch jetzt von dem zweiten Lüfter der Anschluss. Was natürlich ganz nice ist, ist hier die Kabelführung. Dass ich dann hier erstmal, da kriege ich ja locker eine ganze Hand rein, hier die Kabel schön verlegen kann. Also hier habe ich richtig viel Platz. Und dann habe ich hier überall zum Mainboard hin Kabeldurchführung. Hier oben, hier an den Seiten und unten auch nochmal zweimal. Aber da allerdings ohne Gummi. Jede Menge Befestigungsmöglichkeiten für Kabelbinder. Und hier oben haben wir noch so ein ganzes, ja genau, so eine ganze Blende für SSDs. 1, 2, 3 Stück kann ich da sogar drauf installieren. Schon mehr als sonst. Also bei vielen Gehäusen ist hier hinten auch so ein Ding, aber dann meistens immer für 2. Dann haben wir hier unten 2 Laufwerksschächte für 3,5 Zoll oder auch, ja, Dings kann ich auch einbauen. 2,5 Zoll SSDs sind auch Bohrungen für da und jede Menge andere noch hier. Die sind flexibel, diese Gummipuffer. Da kann ich wohl alles Mögliche noch verbauen. Also theoretisch 5 SSDs oder 3 SSDs und 2 HDDs könnte ich hier verbauen. Anschlusskabel, kommen wir mal dazu. Ja, die ganzen Standardsachen, so wie das aussieht. Ja, einmal der blaue USB 3. Dann haben wir hier noch einen dickeren, ja, das ist genau das Audio für Frontpanel Audio und Reset, Switch, HD-LED, Power-LED und An-Ausschalter, Power-Switch. Wunderbar. Obendrauf, wenn wir schon bei den Frontanschlüssen sind, haben wir dann hier den Power-Button, 2 USB 3.0, einmal Mikrofon und einmal Kopfhörer und ein Reset-Knopf. So, dann habe ich eben noch gesehen, hier unten bei dem Festplattenkäfig, hier habe ich noch einen Staubfilter, den ich rausnehmen kann. Hier kann sich das Netzteil Luft ziehen und den
HDD-Käfig kann ich hier auch verschieben, wenn ich das will. Und ich habe hier auch noch Befestigungsmöglichkeiten, wohl Festplatte auch nochmal. Wahrscheinlich kann ich den Käfig rausbauen und dann einfach unten auf den Boden eine HDD setzen. Genau. Der Käfig ist jetzt nach vorne geschoben. Wenn ich den ein Stück weiter schiebe, dann könnte ich nämlich hier auch diese Platte wahrscheinlich rausnehmen. Aber jetzt gucken wir uns mal gerade an. So, Frontdingens ab. Ja, das gefällt mir nicht, muss ich sagen. Das können andere besser. Entweder lässt man dieses Panel hier dran oder das geht irgendwie Kontakt, also mit so einem Kontakt. Dass hier jetzt die Kabel mit dran sind, das ist ehrlich gesagt nicht so schön, weil jetzt hänge ich hier und muss das Ding hier irgendwie an der Seite drehen, wie auch immer. Ja, wir gucken uns das trotzdem mal an. Vorne haben wir einen Lüfter installiert, hinten einen Lüfter installiert und genau, hier ist auch so ein, diese Platte wohl hier befestigt. Dann kann ich die hier auch rausnehmen. So, somit kann ich jetzt den Lüfter tiefer setzen und den Festplattenkäfig dementsprechend auch rausbauen oder zur Seite schieben, wenn ich jetzt hier einen Radiator einbauen will. Befestigungsmöglichkeiten sehen wir hier vorne. 120er Lüfter kann ich einbauen. Drei Stück, drei oder 240er. Ja, dann habe ich hier in der Front, ist auch irgendwie noch ein Filter. Ah, hier kann ich hier unten rausklicken. Genau, hier habe ich jetzt die Mesh-Front. Jetzt sieht man auch diese Polygonoptik der Front und hier habe ich auch noch mal einen Filter drin. Hier ist das Logo mit so, ich weiß nicht, ob das Kunststoff ist oder so, das sieht halt aus wie so wie gebürstetes Aluminium. Schick, 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 schick. So. Dann kann ich so einfach wieder reinklicken. So, was haben wir denn im Accessories-Karton? So, Karton leer. Befestigungsschrauben, das sieht aus wie für HDD. Dann nochmal, ja, normale. Dann haben wir hier noch ein Tuch. Ja, wahrscheinlich um die Scheibe sauber zu machen. Abstandshalter fürs Mainboard, kurioserweise in Gold. Oder Messing ist das ja, die ja drin verbaut sind. Der, aber gut, da ist nur einer drin verbaut, genau. Also müssen die Pins alle selber setzen. Verbaut ist nur einer, dieser so ein Zentrierungspin, den man nicht anschrauben kann hier in der Mitte. Und ja, die anderen müssen wir uns dann selber setzen. Hier ist noch so ein Befestigungstool zum Reinschrauben dabei. Und dann sind das wohl die Schrauben dafür. Ja, für SSD und für diese haben die, was haben die für ein? Ne, die haben Grobgewinde diesmal. Da muss man übrigens aufpassen, da hat jeder Gehäusehersteller irgendwie anders. Mal haben die Grobgewinde, mal haben die Feingewinde. Und grundsätzlich sind immer grob- und feingewinde Schrauben auch dabei, weil SSDs Feingewinde haben und HDDs haben Grobgewinde. In diesem Fall sind es aber Grobgewinde fürs Mainboard zur Befestigung und dann nochmal vier Schrauben, die sind dann hier wo fürs Netzteil und ja, 1, 2, 3, 6 Kabelbinder. Netzteil ist hier auch nochmal Gummi gelagert. So kleine Gummipuffer sind hier nochmal und ich habe auch hier so eine Blende, wo ich das, die ich auf das Netzteil draufschraube und dann das Netzteil hier mit diesen zwei Rändelschrauben befestigen kann. Dann haben wir hier oben auch nochmal einen Filter, den können wir hier wegmachen, der ist magnetisch gehalten und das gefällt mir ganz gut. Wie man hier sehen kann, ist hier einmal die Befestigungsmöglichkeit für 120er Lüfter und dann einen daneben wäre dann für 140er Lüfter. Das Gute ist, dass das jetzt hier so ein bisschen wegguckt, weil auf der Seite ist ja, wäre ja das Mainboard. Und man hat sonst hier oft Probleme, dass man mit den Spannungswandlerkühlern oder so vom Mainboard kollidiert. Das haben die hier gut gelöst, indem die das hier so ein bisschen weiter rüber gesetzt haben. Oft ist das so bei einfachen Gehäusen, dass hier einfach zwei Spuren sind. Einer in der Mitte und einer etwas außen, aber halt nicht versetzt. Ja, ansonsten, der Kompaktheit geschuldet, ist natürlich hier die Länge von der Grafikkarte nicht ganz so tief wie bei anderen Gehäusen. Aber das sollte durchaus ausreichen. Also selbst wenn man hier einen Radiator hat, passen hier Grafikkarten rein bis 31,5 cm. CPU-Kühlerhöhe hätten wir hier aufgrund der Tiefe 17,2 cm oder 172 mm. Ansonsten zu den Maßen, die Breite beträgt 21,2 cm. Die Höhe sind 39,9 cm, also knapp 40 cm. Und in der Tiefe ist das Gehäuse 39,5 cm. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Und Link zu dem Gehäuse findest du unten in der Videobeschreibung, wenn dich das interessiert.
Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Gaming-PC reinbauen, hier direkt gleich im Anschluss. Und das siehst du jetzt. Kommen wir mal zum Fazit. Positiv ist mir aufgefallen, das Fractal Design Meshify 10 Mini hält, was es verspricht. Eine Top-Verarbeitung, kompakte Maße, super Kabelmanagement und dank Meshfront auch einen sehr guten Airflow. Eine schöne bebilderte Anleitung, die eher an einem Handbuch von einem Auto erinnert, liegt auch dabei. Zusätzlich sind schon zwei 120 mm Lüfter vorinstalliert. Die hier verwendeten Alpenföhn Ringboost 3 ARGB-Lüfter sind optional und wurden zur optischen Aufwertung verbaut. Negativ hervorzuheben ist die kabelgebundene Front und die überschaubare Anzahl an USB-Frontanschlüssen. Zusammenfassend ist zu sagen, der Preis für dieses Gehäuse ist gerechtfertigt und man bekommt hier ein Micro-ATX-Gehäuse im stylischen Design. Aber jetzt würde mich noch gerne deine Meinung interessieren. Wie findest du dieses Gehäuse oder hast du noch Interesse an weiteren Micro-ATX-Gehäusen? Lasse es mich gerne unten in den Kommentaren wissen und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere diesen Kanal, falls noch nicht geschehen, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos und dann sehen wir uns gleich wieder.